Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SnowRunner nach so ein paar Tagen SnowRunner Pause. Es geht wieder los, Patch 10.0 ist heute rausgekommen. Das heißt neue Area, neue Aufträge, neue Mechaniken. Und da gucken wir uns mal an. Als erstes gibt es hier Materialien, das zeigt uns die Infografik, die man direkt am Anfang, wenn man das Silicon Valley betritt, zu sehen bekommt. Auf der Infografik steht, dass ihr Basismaterialien zum Beispiel umwandeln könnt in gewissen Regionen. Ihr könnt Materialien zu gewissen Transportzentren bringen und die dazwischen lagern, falls ihr sie für zukünftige Lieferungen benötigt, etc. pp. Aber das sieht man alles auf der Infografik. Wir wollen jetzt uns mal so ein bisschen die Map anschauen. So in der ersten Folge, so, keine Ahnung, vielleicht hier so ein, zwei Türmchen mitmachen. Und schon mal so einen kleinen Überblick von der Map ergattern hier. Na komm, reicht es? Ja. Also wir fahren mit unserem Ford. Hier mal locker flockig durch die Gegend. Sehr schön. Hier gibt es schon eine Aufgabe. Hey Kumpel, wir brauchen jemanden, der uns einen zerlegten Steinbruch-Truck mit seinem Anhänger in seinem Anfänger hierher transportiert. Ich glaube, da soll Anhänger stehen. Wir werden ihn zusammenbauen und du kannst unseren alten haben, vorausgesetzt du betankst ihn. Annehmen. Caterpillar steht zum Kauf zur Verfügung. Wir können ihn jetzt schon kaufen. Okay, der ist anscheinend da hinten. Also, ja, ich weiß, dass er da hinten ist, weil ich habe mir auf dem PTS schon angeholt. Aber hätte ja sein können, dass sie das nochmal ein bisschen umändern. Gut. Aber wie gesagt, wir fahren erstmal zum Turm. Wie? Müssen wir mal gucken, wie sich die das Update jetzt so ein bisschen auf die Grafikeinstellung auswirkt. Da gibt es ja immer so kleine Änderungen, die dann Sachen verbessern oder verschlimmern können. Aber das sehen wir so in der nächsten Zeit. Gut, wir wollten zum Turm hoch. Kacke. Da wird wohl eine Bergauffahrt hier. Ja, hauen uns da mal. So. Dann Punkt hin haben. Achso. Falsche Taste. So lange kein SnowRunner mehr gespielt, dass ich schon vergessen habe, welche Tasten ich wofür brauche. Natürlich. Phänomenal. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man viel nebenher spielt. Dann zu switchen immer zwischen Maus und Tastatur, wie zum Beispiel aktuell für Call of Duty, Xbox Controller für Assassin's Creed und hier SnowRunner, den Switch Controller für Pokémon, wo dann auch die Tasten wieder andersrum sind gegenüber dem Xbox Controller, also hier A und B vertauscht und so ein Shit. Ja, das bringt das halt so mit. Oh nee, das ist schon wieder so ein unkaputtbarer Baum. Ich krieg doch hier einen Anfall. Zack. Oh, das sieht ganz schön matschig aus. Oh, hier haben wir auch irgendwas. Hier kriegen wir zwei Stahlträger, theoretisch. Nee, die brauchen wir erstmal nicht. Aber das ist schon mal gut zu wissen. Hey, schon mal warnen. Können wir uns das merken. Beziehungsweise wird der vermutlich der Karte auch angezeigt, ja. Das ist ganz gut. So, wir folgen mal dem Weg hier. In der Hoffnung, dass die Straße hier auch irgendwas taugt. Ich habe im Übrigen, auch wenn das hier wieder so eine Schneemap ist, habe ich mich erstmal für Schlammreifen entschieden, weil so meine Erfahrung vom Testserver, als ich das Ganze ja angespielt habe, war das hier eher matschig, denn irgendwie eisig ist. Und
Das zeigt sich, glaube ich, hier schon ganz gut. Also, Schlammreifen sind das hier nicht, aber die Offroad-Reifen halt. Der Ford hat ja keine Schlammreifen. So. Na gut, ich dachte, wir kommen da irgendwie an einem Stein vorbei. Wow. Da ist ein tiefes Loch im Boden gewesen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Autowinde drauf habe. Also die autonome Winde auf dem Ford. Weiß ich aktuell nicht. Ich hoffe es einfach mal. Da ich vorhin nämlich, als ich die Werkstatt verlassen habe, nicht drauf geachtet. Beim Reifenwechsel. So, aber wie gesagt, wir wollen hoch Richtung dem ersten Aussichtsturm. Ich habe auf dem PTS, weil ich ja auch gerade nur so ein bisschen den Anfang auf dem PTS gespielt habe, auch nicht mehr mich so weit auseinandergesetzt. Also hier suche ich dann auch wieder die Upgrades. Und das heißt, wir könnten vielleicht auch wieder ein Upgrade-Video machen oder wir machen eine extra Folge für die ganzen Upgrades. Aber das schauen wir dann mal. So, ja, an die Stelle kann ich mich irgendwie noch erinnern. Moment. Moment, stopp. Nee, nicht hier rein. Fahren wir da oben rein. Wir fahren weiter oben rein. Die Grafik ist hier auf der Map an manchen Stellen, also die Partikelauflösung finde ich an manchen Stellen noch ein bisschen belastend. So, irgendwo hier ging es rein. Da. Wir nehmen mal die Winde zur Hilfe, um uns hier ein bisschen über die Steine zu ziehen. So, und dann haben wir unseren Aussichtsturm ja auch schon erreicht. Autsch. Dann können wir diesen nordwestlichen Teil hier auf der Karte erstmal bisschen aufdecken. Oh, da haben wir eine ganze Menge an Missionen. Aber das hat schon was, die Karte. Also das neue Gebiet sorgt ein bisschen für Abwechslung. Ist zwar auch wieder eine Schneeregion, aber da tut dem Ganzen ja, glaube ich, erstmal keinen Abbruch. So. Das heißt, wir haben diesen nördlichen Bereich. Haben wir erstmal. Da ist schon ein Upgrade. Haha. Super. Wie viele Upgrades gibt es denn hier eigentlich? Fahrzeuge, Sessions, Fahrzeuge gefunden, Wachturm. 6 Upgrades. Und 2 Fahrzeuge. Ja gut, das sind die beiden neuen Trucks. Das ist. Ja, ist alles machbar. So, dann suchen wir uns mal den nächsten Wachturm einfach, um hier mal ein bisschen mit Dings reinzukriegen. Dafür gehen wir einfach mal in die Werkstatt, nehmen uns einen anderen Truck. Überleg ich gerade, wen nehmen wir denn jetzt hier am dümmsten? Ah, wir nehmen den Lotsa. Individualisieren. Autonome Winde, das ist ganz gut. Und Offroad-Reifen. Guck mal, hier haben wir sogar. Haben wir sogar noch 2 Reifensätze. Gut. Wir fahren jetzt mal den Wachturm an. Würde ich sagen. Also auf die Tube drücken und dann
Sächen gerade den Wachturm markiert. So sehe ich die Markierung jetzt gerade nicht. Ah, so, jetzt habe ich markiert. Ah. Hier, falsche Taste genommen. So, das heißt, wir biegen jetzt einmal nach links ab. Das sind 800 Meter. Das ist, glaube ich, wieder eine 2x2 Kilometer Map. Also wieder eine große Map. Wir folgen erstmal der Hauptstraße hier. Oh, nee. Vielleicht doch nicht. Dann fahren wir halt doch ein bisschen querfeld ein. Oder vorne. Gott. Da hat das ein tiefes Loch. Ist aber doch. Hier ist echt einiges unter Wasser. Was haben wir hier? Hier kriegen wir also Holzplanken. Interessant. Auch mal irgendwo ein Weg. Das sieht aus wie so ein Weg, ne? Ja, dann machen wir das mal so. Und so erstmal. Ja, ich weiß, dass der Motor unterdreht. Alles gut. So, kommen wir hier durch? Oder? Ja, es war so klar. Der dämliche Dixie-Klo hält unserem Truckstand. Eigentlich einfach nur umkippen sollte. Also außer in Kanada sind die Dixie-Klos aus massivem Beton gebaut. Was ich eher nicht glaube. So. Ich finde, der Sound ist insgesamt jetzt, oh Gott, ein bisschen lauter als vorher. Oh nee, hier ist Wasser. Das ist nicht gut. Vielleicht doch mal zu der Hauptstraße vorfahren. Kurz den Automatikgang schalten. Einfach um rückwärts fahren zu können. Dann machen wir uns hier mit dem Lastengang weiter. Erstmal wieder aus dem Wald raus. Das ist die Hütte, wo wir gerade eben waren. Nee, das ist eine andere Hütte, ne? Puh. Das wird interessant hier auf der Map. Also das mit den Lieferungen hier scheint ja deutlich anders zu sein. So. Aber die Aussicht, also die Atmosphäre auf der Map ist auf jeden Fall schon mal geil. Das ist halt, wie gesagt, obwohl es eine Schneemap ist, da drüben ist auch irgendwas. Weiß halt nur nicht. Dann kommen wir theoretisch rüber. Moment, da kommen wir rüber. Zumindest, wenn ich die Felsen im Wasser richtig teile. Schnorchel haben wir dran. Probieren wir da einfach mal. So. Ah, das sieht gut aus. Hier kommen wir rüber. Das ist doch aber auch der optimale Punkt für ein Foto, oder? Die so sieht doch ganz cool aus. So, das haben wir. Und dann machen wir uns hier rauf weiter durchs Wasser. Die Steine hier unter sind natürlich immer so ein bisschen, können uns auch recht schnell daran hindern, weiterzukommen, weil wir dann wieder irgendwo aufliegen. Aber hier gerade geht das. So, was haben wir hier?
Das ist ein Unterkunftsbereich, okay. Was wir mit dem machen, weiß ich noch nicht, aber das finden wir irgendwann heraus. Gut, jetzt müssen wir aber hier wirklich Richtung Turm weiter. Der, wo war er denn? Ah, hier. Ist theoretisch bergauf. Kommen wir hier bergauf? Oder sieht irgendwie so aus. Dann fahren wir hier doch einfach mal weiter. Und versuchen uns den Berg hochzukämpfen. Aber ich muss mir trotzdem Punkt setzen, sonst... Zack. Sehe ich den Turm wieder nicht. Dann sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht. Oh, bergauf machen wir auf jeden Fall Lastgang rein. Wir gehen mal in die Innenansicht. Ich finde, die haben wirklich ein bisschen was am Sound geändert. Den gesamten Spielsound, glaube ich, mal ein bisschen leiser stellen müssen. Was ist denn der Turm? Sag mir nicht, der ist da unten im Tal. Wir fahren hier mal schön auf dem Kamm lang. Und zwar möglichst ohne zu kippen. Sehr schön, das funktioniert auch. Uiuiui. Nee, 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 nee. Ja, zumindest sind wir wieder richtig rumgelandet. Ja, gut. Wir fahren jetzt hier trotzdem nochmal hoch. Nur weil das einmal nicht funktioniert, heißt das ja, dass beim zweiten Mal immer noch nicht funktioniert. Und dann fahren wir jetzt hier auf der anderen Seite. Ach du Kacke, ist das steil. Einfach runter. Ah, gut, das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Also so einen schönen Abgang mit so viel Salty habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Ich glaube, so krass grundsätzlich noch nie. So, dann fahren wir hier. Hier ist ein Weg. Das ist gut. Weg ist immer gut. Dem folgen wir einfach mal. Ich denke, bevor wir uns irgendwie an die ganzen Aufträge hier machen können, müssen wir hier sowieso das eine oder andere noch reparieren. Hacke, leg fest. Na, eingekämpft. Zack. Dann machen wir hier natürlich auch noch unsere Beobachtung. Da vorne diese Brücke ist dann wahrscheinlich auch schon kaputt. Camping schief gelaufen. Ja, ich finde das erstmal ganz cool, dass man hier wieder Türme hat. Ich fand diese ganze Geschichte mit den Watchtowern. Mit dem mobilen Watchtower fand ich halt irgendwie nicht ganz so geil. Ich ehrlich sagen. So, jetzt müssen wir natürlich hier wieder runterfahren und dann irgendwie da übers Wasser kommen. Heißt, wir fahren mal da lang. Wir fahren da erstmal einfach weiter. Da unten ist ja auch eine Tankstelle. Dann hoffentlich gleich nachtanken können. Ach du Kacke. Da eine Böses. Und dann mal langsam. Jo, hat funktioniert. Bisschen Schaden genommen, aber hey. Wo gehobelt wird. Fallen noch Späne.
Ah ja, der leidet ganz schön hier gerade während unserer Fahrt. So, wir müssen natürlich jetzt erstmal, wie gesagt, zusehen. Da unten liegt ein Truck. Gucken wir doch mal. Was zu liegen? Vielleicht können wir den gleich mitnehmen. Je nachdem, wo wir den hinbringen müssen. Aufgabe anzeigen. Annehmen. Camping schiefgelaufen. Gib mir die Aufgabe doch an. Ach, da. Zu den Hütten am Gipfel. Welche Hütten an welchem Gipfel? Hallo? Ach, da hoch wahrscheinlich, oder? Ja gut, das ist jetzt die andere Richtung. Da wollen wir jetzt ja nicht zwingend wieder hin. Okay, dann machen wir das wann anders. Muss der Scout 800 so lange hier noch liegen bleiben? So, hier haben wir wieder irgendeine Verladestation. Hier kriegen wir zweimal Ziegel. Ach, das wird glaube ich nur lustig, sich hier mit den Aufträgen durchzuquetschen und nicht irgendwie ein Sägewerk hat, wo man sein Holz holt, sondern hat irgendwie alle von diesen ganzen mehr oder weniger kaputten Häusern hier holen muss. Zack. Ja, einmal ein bisschen aus dem Schlamm ziehen. Ach du grüne Neune. Aber wir halten uns mal hier rechts. Bin mir nicht so sicher, wie belastbar das Ganze hier ist im Wasser. Das sieht nämlich absolut matschig aus. Ja, jetzt sind wir doch irgendwie reingerutscht. Dann machen wir mal ganz ruhig. Ah, funktioniert nicht mit ganz ruhig. Nee, gib mir doch einen anderen Baum, bitte. Oh, ich glaube, hier haben wir wieder einigermaßen, zumindest rechts, einigermaßen festen Untergrund unter den Reifen. Sehr schön. Oh, da ist schon wieder irgendwas, wo wir was verladen können. Ach Gott. Das sind echt viele Punkte, ne? Aber wie gesagt, macht das Spiel ein bisschen abwechslungsreicher. Vor allen Dingen wird man dann wahrscheinlich jetzt auch die Touren für irgendwelche Aufträge wieder besser planen müssen. So, kommen wir hier durchs Wasser durch. Das ist, ja, doch. Also sollte theoretisch. Oha. Wenn die Strömung damit spielt. Ah, wir dürfen uns nicht zu krass gegen die Strömung stellen, weil sonst geht es gar nicht mehr vorwärts. Deswegen mal ein bisschen gegenlenken. Oh, okay. Das funktioniert auf jeden Fall, hier durchzufahren. Off-Pitch Fox Farm. Und das sieht auch interessant aus. Lieferung bergauf.
Das vorne ist irgendein Auftrag, den können wir eine Aufgabe, die können wir auch gleich mal annehmen. Da steht auch ein Anhänger anscheinend. Gerade richtig sehe. Oh Gott, ist das matschig. Okay, in dem Gebiet hier ist wirklich matschig. Oh, da steht ein Anhänger. Aber das ist ein Scout-Anhänger sogar, ne? Na, gucken, wo das Material bitte hin soll. Vielleicht können wir das gleich mitnehmen. Annehmen. Danke. Stehe ich ja auch direkt daneben, neben dem Scout Pritschmark. Lieferung zu Mr. Stevensons Haus. Hallo, Mr. Stevensons Haus. Okay, das funktioniert anscheinend noch nicht. Da müssen sie nochmal nachpatchen. Ist die Quest Lieferung bergauf? Eine Kippe, Anhänger Whirlpool. Bereich. Das ist ein Truck. Camping. Okay, hier wissen wir noch nicht, wo das hinkommt, aber das ist ja dann recht wahrscheinlich, dass das irgendwie da ist, oder? Okay, wir lassen das erstmal hier stehen. Bevor wir das irgendwie in die falsche Richtung ziehen. Das scheint. Also, ich weiß, vielleicht ist es ja auch so gewollt. Aber ich denke nicht, dass man zumindest herausfinden kann, wo wir damit hinkarren müssen. So, wir haben jetzt hier noch 27. Achso, ich könnte auch mal wieder hochschalten. 27 Liter in unserem Tank. Wir haben natürlich noch unsere Kanister dabei, aber wir müssen ja nicht zwingend anzapfen. Die Brücke hier ist fertig. Die dahinter ist aber nicht so cool, ne? Gut, Tankstelle kommt da hinten gleich. Das schaffen wir da auf jeden Fall mit dem Sprit noch hin. Da sind wir doch. Hallo Tankstelle. Und weiter geht's. Dann sind sie raus. Wie? Ich schau mal. Gott, das sieht hier nicht so schön aus. Hier oben ist doch. Oben ist eine Eisenbahnschiene. Wir fahren an der Eisenbahnschiene lang. Also ich gehe davon aus, dass es eine Eisenbahnschiene ist, weil. Ja. Kommt halt aus dem Nix. Hier wissen wir halt, dass der Untergrund mitspielt. Nur das Problem ist, okay, es ist genauso dämlich wie an der Eisenbahnschiene auf Leckhoft. Dass das Auto sich da so ein bisschen festhakelt. Oh, hier geht es auch gar nicht mehr weiter auf der Schiene. Fallende Steine. Felsbrocken sind auf die Gleise gefallen. Ah, okay. Das heißt, wir müssen die Strecke quasi erstmal wieder frei machen. Mal gucken. Vielleicht falsche Taste. Gehe ich jetzt völlig. Ja. So. Die brauchen. Ja. Also wie gesagt, das
funktioniert alles nur nicht mit der Nachverfolgung. Schade eigentlich. Hätte gedacht, dass das auf dem. Also die Sachen waren ja relativ lange auf dem PDS. Dass da schon rausgeflogen ist. Aber gut. Da ich ja nachher selber nicht mehr so gar nicht mehr auf dem Testserver gespielt habe, soll man sich nicht beschweren, weil dann hätte man es ja selber reporten können und feststellen können. Ja, aber das sind halt so Dinge, die kommen dann jetzt noch. Ich denke mal, da werden auch schon die ersten Posts im Forum und auf dem SnowRunner Discord sein. Oh, dann ziehen wir uns hier mal durch das Wasser noch durch. Und wir fahren auf jeden Fall noch bis zu diesem, was auch immer da vor uns ist. Wo die Eisenbahnschiene eigentlich hingehen sollte, wahrscheinlich. Moment, wir fahren mal da drüben lang. Da ist nämlich ein Mast, mit dem wir uns theoretisch ordentlich da rausziehen müssten. Zack. Hä? Oh nun, mein Controller ist leer. Ja, dann machen wir heute ausnahmsweise mal die ganze Geschichte ohne Controller. Und mit Maus zu Ende. Wenn wir lösen. Das kriegen wir jetzt, glaube ich, noch hin, so die letzten paar Meter. Das ist natürlich schwerst mehrfach belastend. So. Lass mal. Kriegen wir denn jetzt die Winde hier? Lass uns hier mal von den Gleisen runterziehen. Das ist nämlich die Straße. So. Gott, wenn man das nicht gewohnt ist, mit Tastatur hier zu spielen, ist auch wieder lustig. So, was haben wir hier? Das sieht aus. Ja, gut, das ist eine Bahnverladestation. Hier gibt es auch wieder Güter zu kaufen. Das schauen wir uns nochmal an. Hier gibt es ein paar mehr. Hier gibt es Betonblöcke, Container. Metal Worlds. Da hat die Besetzung auch noch nicht so ganz Kraftstoff. Okay, das ist interessant, dass den die diesmal nicht an einer Tanke gibt. Okay. Hier gibt es halt ein bisschen mehr. Sehr schön, aber damit haben wir ja eigentlich schon. So, wir haben zwei Türme, haben wir schon mal frei. Das heißt, zwei bleiben uns noch. Sieht wieder aus, als ob die Brücke da vor uns jetzt nicht so hilfsbereit ist. Wir haben auch noch keinen Anhängershop gefunden, oder? Unterkunftsbereich, Tankstelle, Betonwerk? Das Betonwerk. Da hinten. Okay. Anhängershop. Es gibt nur den am Dings. Das heißt, wenn wir die Brücke hier reparieren müssen, um zu dem Turm zu kommen, haben wir ein Problem. Dann brauchen wir wieder ein extra Auto. Also würde ich sagen, wir gucken uns das jetzt noch kurz an, ob wir die Brücke da reparieren müssen. Dann haben wir nämlich einen Plan für die nächste Folge. Brücken reparieren. Ja, das sieht wirklich so aus, als ob wir über die Brücke müssen.
hat aber auch gelitten von unserer Tour jetzt gerade, ne? Ist keine Brücke. So, wir sind doch gar nicht da, wo wir hin wollten. Kann man denn... Ah, so. Das heißt... Shift. Ja, genau. Wir gehen mal in die Automatik. Okay, okay. Dann müssen wir hier mal kurz in den Wald. Komm schon. Linksshift. Nee. Nein. Jawohl. Hallo? Gott. Jetzt weiß ich, warum ich Snowrunner mit dem Controller spiele. Außer Tastatursteuern ist nicht so. Also sagt mir jetzt persönlich nicht so zu. Na gut, ist wahrscheinlich auch eine reine Gewöhnungssache. Ne? Die Leute, die das Spiel mit Lenkrad spielen, hier wahrscheinlich sagen sich ja auch, oh Gott, mit Controller spielen? Nee, könnte ich gar nicht. So, dann gucken wir doch mal, was wir hier brauchen. Aufgabe anzeigen. Annehmen, das ist die Holzbrücke. Heißt hierhin. Wir brauchen zweimal Holzplanken. Okay. Aber wir haben ja auch noch, also außer den einen Anhänger. Hey, hier werden Anhänger mit zweimal Holzplanken. Die könnten wir ja ranholen. Einfach um hier erstmal Reparatur zu machen. Aber da gucken wir uns, also wie gesagt, das machen wir in der nächsten Folge, weil hier ist ja auch noch eine Brücke, die wir reparieren müssen. Wird auf jeden Fall noch spannend. Das wird spannend und nicht so einfach, wie man sich das hier vorstellt. Und naja, würde ich sagen, das war's für heute. Und wir gucken beim nächsten Mal, wie wir hier weitermachen. Erstmal die Karte freischaufeln, bevor wir uns dann die Aufträge machen können. Und dann müssen wir natürlich noch unsere beiden neuen Trucks klar machen. Also, habt noch einen schönen Tag. Haut da rein. Bis dann. Tschüss.